Herzlich willkommen zurück zu Psychologie und Wissenschaft. Heute reagiere ich auf den Kanal Psychologie im Alltag und es geht um 10 klare Anzeichen, dass du eine emotional starke Persönlichkeit hast. Und ich schaue mir das an und ich werde ein bisschen kommentieren, beziehungsweise ich werde versuchen, ergänzende Angaben hier zu machen. Also, es handelt sich um 10 klare Anzeichen. Ich werde ein bisschen eher auf die studiumbezogene Psychologie dann eingehen. Und der Unterschied zwischen Psychologie oder Alltagspsychologie ist, dass die Alltagspsychologie eben nicht belegt werden muss. Eine wissenschaftliche Psychologie sollte schon belegt werden, aber YouTube-Videos zu belegen, das ist natürlich auch schwierig. Beziehungsweise wir sind hier keine Plattform. Also YouTube ist normalerweise keine Plattform für Wissenschaftlichkeit. Dann müsste man jede Aussage, die man trifft, das macht man in wissenschaftlichen Arbeiten so, müsste man wissenschaftlich dann auch untermauern mit Studien und so weiter, mit Fachliteratur. Dennoch ist eine Belegbarkeit oder ein Belegen von Dingen auch kein Beweis. Es ist ein Beleg, kein Beweis. Stell dir vor, du bist vor Gericht, dann ist ein Beleg kein Indiz oder das ist ein Indizstück, aber kein klarer Beweis dafür, dass der Täter XY getan hat. Das würde vor Gericht tatsächlich dann auch nicht ausreichen. Gut, wenn es viele Indizien, im Prinzip ist ja eine wissenschaftliche Arbeit eine Ansammlung von vielen Indizien, die darauf schließen, dass es so und so ist. Aber gut, so, wir wollen jetzt nicht in die Justiz, ins Jura gehen, weil da kenne ich mich dann auch nicht so gut aus. Gibt bestimmt auch ohne belegbare Dinge auch Urteile. Aber glaube ich sehr selten. Da muss eine klare Hinweis dann auch vorhanden sein. Wieso bin ich jetzt ins Juristische gegangen? Egal, wir schauen uns jetzt das Video an und ich versuche etwas hinzuzufügen, wenn ich hier etwas hinzuzufügen habe. Erstens, Offenheit gegenüber Feedback von anderen. Wir alle haben etwas, für das wir brennen. Ob du eine bestimmte Art von Musik magst, einen speziellen Kleidungsstil bevorzugst oder auf die Erziehung deiner Kinder besonders stolz bist. Je wichtiger dir selbst etwas im Leben ist, umso härter können negative Rückmeldungen von anderen dich treffen. Das ist so richtig. Letztendlich musst du dir immer vorstellen, dass wir den Dingen, die wir im Alltag begegnen, eine bestimmte Bewertung hinzudichten. Wenn uns die Dinge wichtig sind, dann hat das natürlich seinen Hintergrund. Wir kommen auf die Welt, wir bewerten erstmal gar nichts. Dann wachsen wir auf, wir haben einen Sozialisationsprozess, das ist ein langer Prozess des Erwachsenwerdens, der Persönlichkeitsausbildung, die mit der Genetik, aber auch mit dem zu tun haben, was uns im Leben widerfährt. Wir wissen heutzutage, dass das, was uns widerfährt, das, was wir erfahren, mehr mit dem zu tun haben, was wir werden. Also unsere Genetik ist ein geringerer Faktor. Wir haben aber auch ganz unterschiedliche Eigenschaften, die wir da unterscheiden können. Intelligenz beispielsweise. Zumindest geht man davon aus, dass sie mehr angeboren ist, als dass sie erweiterbar wäre. Ist aber natürlich, also sagen wir mal, um es mal für mich so zu, habe ich das so interpretiert, dass das aber nicht eindeutig ist, sondern Intelligenz wäre schwerer, es aufzubauen als andere Eigenschaften. Also dass man quasi sein IQ erhöht durch Fleiß, durch sonst was, da gibt es Eigenschaften, die da einfacher sind. Die Sache, um die es sich jetzt hier dreht, nennen wir in der Psychologie normalerweise emotionale Stabilität. Der erste Punkt ist auch mehr oder weniger das Umfassende, um was es hier gerade geht. Doch hier liegt ein wichtiges Anzeichen emotionaler Stärke begründet. Ich wollte das sah irgendwie gerade komisch aus. Also für das Bild für euch sieht das, glaube ich, gerade schöner aus. Emotionale Stabilität ist eine große Eigenschaft, die zusammengefasst wurde von vielen Eigenschaften. Gehört zu den Big Five. Wir nennen das Big Five der Persönlichkeiten in der Psychologie. Und wenn du emotional gefestigt bist,
Ja, wenn du mentale Stärke besitzt, dann kannst du Gefühle sehr gut annehmen. Du kannst sehr gut Gefühle akzeptieren, so wie sie sind. Du bist auch nicht übermäßig emotional ständig, sondern wenn du emotional stabil bist, dann bewertest du die Dinge. Also da geht es, wenn wir coachen, wenn wir therapieren oder so, dann schauen wir, dass das Gegenüber, dass der oder diejenige, die da vor uns sitzt, die Dinge im Außen anders bewertet. Darum geht es meistens. Also man katastrophisiert oftmals. Also es werden Dinge katastrophisiert und dadurch wird man emotional zu stark aufgeladen. Und wenn man das macht, dann kann man das umstrukturieren. Wenn man das umstrukturiert, wird die Emotionalität nicht so stark. Weil wenn du das im Außen als so schlimm bewertest oder als das, was dir gerade widerfährt, als schlimm bewertest, dann wird es auch für deine Psyche sehr belastend. Darum geht es letztendlich. Und wenn du emotionale Stabilität erfahren hast oder wenn du da hohe Scorepunkte hast, ja, wenn du da gut drin bist, dann kannst du mit den Gefühlen sehr gut umgehen. Du hast gelernt, mit den Gefühlen richtig umzugehen, sie richtig einzuordnen, sie auszudrücken vor allem. Und du kannst diese wahrnehmen und auch nachvollziehen. Es gibt da so ein, gab da so ein schönes Beispiel. Es passieren ja Emotionen. Es passieren ja immer Emotionen. Ob wir im Alltag unterwegs sind oder so, wir können das nicht ausstellen. Wir können nicht einfach sagen, ich bewerte jetzt alles im Außen als etwas, was mir nicht wichtig ist, sondern es gibt eben Dinge, die uns wichtig sind und Dinge, die uns weniger wichtig sind. Wenn dir dein Auto wichtig ist und du hast einen Unfall, dann wirst du dich aufregen darüber. Jemand, dem das Auto selbst nicht so wichtig ist, dem vielleicht wichtiger ist das eigene Wohlbefinden oder so, der wird sagen, hey, der Unfall ist zwar blöd, aber mir geht's gut. Ja, versteht ihr? Je nachdem, wie wir die Sachen im Außen bewerten. Das Beispiel, was ich nennen wollte, stellt euch vor, also um das metaphorisch zu symbolisieren, eine Fahne, die an einer Stange hängt, die weht im Wind. Je nachdem, der Wind ist mal stärker, ist mal weniger stark. Und das sind deine Emotionen. Diese Fahne sind die Emotionen. Aber die Stabilität gibt die Stange. Wenn du stark genug bist, dann wirst du diese Emotionen immer wieder kontrollieren. Du lässt diesen Wind quasi aufflattern. Du lässt das alles zu. Dir ist die Emotion zwar bewusst, sie kann auch unangenehm sein, aber du lässt sie einfach zu. Was wir immer sehen, warum Menschen dann auch gestresst sind, ist, dass sie das eben nicht zulassen können. Sie können die Emotion nicht zulassen und vermeiden. Sie vermeiden dann letztendlich die Emotion, weil sie unangenehm ist, weil sie als unangenehm bewertet wird. Und da darfst du dir auch merken, falls du da Schwierigkeiten hast, genau da ist der springende Punkt. Du musst diese Dinge nicht so bewerten. Du tust wahrscheinlich überbewerten. Du tust diese, wir tun, dadurch, dass wir diese Emotion irgendwo auf eine Art und Weise ablehnen, füttern wir sie dadurch. Das heißt, wenn du übermäßig Angst hast, wenn du übermäßig wütend bist und diese Emotion ablehnst, fütterst du sie und verstärkst sie dadurch. Was auch emotional starke Menschen oftmals haben, ist Akzeptanz. Sie können sehr viel akzeptieren. Sie haben verstanden, was sie zu akzeptieren haben und was sie nicht akzeptieren, beziehungsweise was man ändern kann, was man eben nicht ändern kann. Was man nicht ändern kann, muss man immer akzeptieren. Wir schauen mal weiter. Wer emotional gefestigt ist, kann Kritik und Feedback annehmen, ohne damit die eigene Persönlichkeit abgewertet zu sehen. Zweitens. Hier ist eine Fliege, das ist immer schön. Okay. Es geht ja auch manchmal, aber also weil es ja auch um Kritik jetzt ging, da muss man auch immer unterscheiden zwischen konstruktiver Kritik und einer unterschwelligen Art und Weise, jemanden zu sagen oder unterschwellige Botschaften zu äußern. Also, oder beziehungsweise Kritik ist halt auch nicht immer gleich Kritik. Es gibt nicht viele Menschen, die wirklich sehr kritisch oder gut kritisch auch äußern können. Kritik muss eigentlich sachlich, logisch, aber auch freundlich sein. Immer freundlich sein. Das ist ganz wichtig. Also der Ton macht die Musik. Ich mag eigentlich solche Sprüche nicht, aber in dem Fall stimmt es ein bisschen, beziehungsweise es ist die Art und Weise, wie wir die Sachen äußern.
Viele Menschen, gerade in Deutschland, neigen dazu, sehr provokant diese Dinge auch zu äußern. Und dann passiert es halt, dass das Gegenüber oder der oder die Gegenüber in eine Abwehrhaltung dann gehen und sich einfach verteidigen wollen, weil das als Angriff gewertet wird, weil es letztendlich auch einen Angriff darstellt. Das heißt, Kritik muss immer so sein, dass die andere Seite damit etwas anfangen kann. Wenn die andere Seite nichts damit anfangen kann, dann hast du dein Ziel verfehlt, aber dein Ziel, das Ziel desjenigen, der angreift, ist ja nicht unbedingt Kritik zu äußern manchmal, sondern leider auch Gottes, vielleicht auch Mobbing oder sowas. Aber wir schauen mal weiter. Das war jetzt der erste Punkt. Also kritikfähig sein war der erste Punkt, ist schon, also so als Überbegriff, kritikfähig in einer emotionalen Stabilität auch zu bleiben. Vertrauen in dich selbst. Vertrauen in dich selbst. Emotional starke Menschen handeln so, wie sie es persönlich für richtig halten, auch wenn die Welt um sie herum glaubt, es besser zu wissen. Du spürst meist intuitiv in dir, was sich für dich richtig anfühlt. Doch das kann ins Schwanken geraten, wenn andere Menschen oft ungefragt ihre Meinung dazu geben und dich überzeugen wollen, es anders zu handhaben. Emotional starke Menschen bleiben dann trotzdem auf Kurs. Wer ein starkes Vertrauen zu sich selbst hat, kann auch Ratschläge anderer anhören, ohne deswegen zu verzweifeln oder unsicher zu werden. Ja, was mir dazu einfällt, ist, wenn du emotional stark bist, dann hast du meistens auch klare Ziele vor Augen. Du hast ein klares Leben, du hast ein organisiertes Leben, du hast eine klare Struktur. Oder sagen wir mal, du hast zumindest so eine Weitsicht entwickelt. Und diese Weitsicht ist wichtig, dass du weißt, dass so dein innerer Kompass sozusagen, ja. In der Philosophie geht man so ein bisschen, da redet man immer von einem Nordstern, der dein Leben leitet. Ja. Das kannst du natürlich psychologisch nicht belegen. Psychologie ist immer das, was belegt werden muss. Philosophie ist etwas, wo du mit Metaphern arbeitest, aber die halt nicht belegbar sind. Ja, aber da geht es um einen Nordstern, den du als Leitfaden hast. Und oftmals kommen Menschen in dein Leben, die dir diesen Nordstern zunichte machen wollen, die dir deine Ziele zunichte machen wollen, die sich im Prinzip immer nur darum sorgen, dass es dir eigentlich schlecht geht. Und wenn du emotional stark bist, so wie diese Fliege hier, dann lässt du dich von deinem Kurs nicht abbringen. Dann hast du deinen Kompass, du folgst deinem Kompass und lässt dich von deinem Kurs nicht abbringen, weil du auch gelernt hast, dass die Menschen um dich herum dir gar nichts Gutes wollen. Also viele Menschen wollen dir dann auch tatsächlich nichts Gutes. Unterscheide zwischen den Menschen, die dir etwas Gutes wollen, die dir zusagen, die dir auch wo du Fehler machen darfst, die dir halt Kritik äußern, die aber auch, wo du das Gefühl hast, ja, die wollen mir aber eigentlich wirklich helfen. Das sind meine Freunde, das ist meine Familie, das sind Menschen. Das hier sind Menschen, die wirklich zu mir stehen. Und das ist tatsächlich sehr selten, muss man sagen. Also es ist eher, ja, was heißt sehr selten jetzt auch nicht, aber man muss lernen zu unterscheiden. Kritik zu unterscheiden und auch generell zu unterscheiden, wer tut einem gut, wer tut einem nicht so gut. Was halt nicht passieren darf, also was ich vielleicht noch hinzufügen könnte, ist, dass manche Menschen aber auch nicht Kritik oder sagen wir mal das von außen von Menschen annehmen, die einem vielleicht wirklich helfen wollen. Also wenn man hilfsbedürftig, also stellt euch vor, es gibt aber auch Menschen, die hilfsbedürftig sind. Hab das auch mal erlebt schon, Menschen erlebt, die, also beruflich habe ich das schon erlebt, dass Menschen keine Hilfe annehmen wollen, auch nicht annehmen können, weil sie im Leben so viel Misstrauen entwickelt haben, dass sie diese Hilfe nicht mehr annehmen können. Das heißt, sie können dann nicht mehr unterscheiden, diese Leute können nicht mehr unterscheiden zwischen, wer ist jetzt der Gute, wer ist der Böse? Und dann entwickelt man ein Gefühl von, alle sind böse. Das ist auch nicht gut. Deswegen halt auch immer schauen, bist du selbst emotional stabil? Dann kannst du dein Ziel, deinen Kompass nehmen und drauf losfahren. Wenn du emotional instabil bist, kannst du noch mal hinterfragen, vertraue ich vielleicht den falschen Personen oder vertraue ich vielleicht sogar wirklich niemandem? Das ist dann auch nicht gut.
Drittens, Emotionen auf gesunde Art und Weise ausdrücken können. Ja, es ist gut, wenn man sich seiner Gefühle bewusst ist und diese auch zum Ausdruck bringen kann. Gleichzeitig ist es nicht immer gut, ungefiltert alles rauszulassen, was dich gerade bewegt. Ungut deswegen, weil dir das manchmal noch mehr Stress verschaffen kann. Nicht alle Menschen reagieren positiv darauf, wenn jemand ungefiltert Zugang zu seinen Gefühlen hat. Okay, ja, das ist eine Kunst auf die eine Art und Weise, seine Emotionen auch mal zu äußern, zu sagen, ich empfinde gerade so und so. Tun ja viele Menschen auch etwas zu spät, aber halt manchmal auch zu früh, wenn man sehr impulsiv ist. Aber es ist natürlich sehr wichtig, dass man die Emotion natürlich auch irgendwo auslebt. Darum geht es ja letztendlich. Wir unterdrücken oftmals die Emotion. Durch die Unterdrückung entsteht Stress. Oder kann Stress entstehen. Aber auch grundsätzlich, wie habe ich ja vorhin erwähnt, wie bewerte ich die Dinge denn letztendlich? Ich merke sehr oft, dass Menschen die Situation einfach völlig falsch bewerten. Oder wenn man in einer Phase ist, in dem es einem nicht so gut geht, dann tun wir das außen viel dramatisieren. Wir tun das viel mehr verschlimmern, als das, was da gerade passiert in der Situation. Das heißt, vertraue auch nicht hundertprozentig immer deiner Emotion. Sie ist zwar da, nimm sie wahr, du wirst die Situation einordnen können, nimm sie wahr, aber distanzier dich auch ein Stück weit von der Emotion. Du bist ja letztendlich nicht deine Emotion, du bist ja etwas anderes letztendlich. Du bist nicht die Emotion. Die Emotion leitet dich quasi aber in dem Moment. Aber distanzier dich immer davon. Wenn du merkst, du bist sehr emotional, sei dir bewusst, du bist nicht die Emotion, du bist auch nicht die Gedanken, die du in deinem Kopf hast. Distanzier dich davon. Und lass trotzdem die Emotion auch los und lass die Emotion fließen. Oft gilt man dann als hysterisch, egozentrisch oder man habe sich nicht im Griff. Emotional starke Menschen haben gelernt, ihre Gefühle anderen so rüberzubringen, dass eine eigene Kontrolle trotzdem noch möglich ist. Sie haben ein Gefühl dafür, was ihnen gut tut und ab welchem Zeitpunkt sie sich selbst schaden, wenn sie andere an ihren Emotionen teilhaben lassen. Hier geht es auch sehr um Verständnis. Ne? Man muss immer Menschen finden, die Verständnis haben. Mit deinen Gefühlen. Wenn du dich gerade so fühlst, die andere Person das aber völlig, der Person das völlig egal ist, dann würde ich sagen, ist das nicht die Person, mit der du dein Leben teilen solltest, deine Freundschaft, deine Liebe, deine wie auch immer. Wir müssen mit den Gefühlen der anderen Menschen umgehen und diese akzeptieren, auch wenn wir sie nicht selbst nachvollziehen können. Ja? Ich zum Beispiel akzeptiere diese Fliege, die hier rumfliegt, dass sie halt emotional gerade Achterbahn fährt und hier überall rumfliegt. Die ist halt da. Aber ich akzeptiere es. Viertens, Fürsorge für sich selbst übernehmen. Ich frag mich gerade, das muss auch anderen YouTubern mal passieren. Was machen die denn da? Wobei die meisten Videos ja geschnitten werden, dann macht man wahrscheinlich einen Cut rein und dann sorgt man dafür, dass die Fliege weg ist. Okay. Fürsorge für sich selbst übernehmen. Das ist jetzt der vierte Punkt. Emotionale Stärke bedeutet auch, die eigene mentale Gesundheit im Blick zu haben. Es ist gut, für andere da zu sein und zu helfen. Du darfst aber deine eigenen Bedürfnisse dabei nicht aus dem Blick verlieren. Niemandem ist geholfen, wenn man anderen bis zur Selbstaufgabe hinhilft. Nur wer gut zu sich selbst ist, kann auch dauerhaft gut zu anderen sein. Fürsorge für sich selbst übernehmen kann also auch bedeuten, dass du dich manchmal abgrenzen musst. Das ist kein Zeichen von Egoismus, sondern von emotionaler Stärke. Das ist richtig, weil das Gegenteil ist, also emotionale Stärke, das Gegenteil, man ist emotional nicht stark, also instabil und Gott, diese Fliege. Egal. Das passiert, was dann häufig passiert, ist, dass solche Menschen sehr aufopferungsvoll sind. Wir gehen ja immer davon aus, oder die Studienlage zeigt ein bisschen, dass Menschen, die einen sehr einen helfenden Beruf haben, oftmals nicht ganz
so emotional stabil sind. Da gibt es Tendenzen dazu, dass man seine eigene Hilflosigkeit dann überträgt auf andere. Menschen sind immer Spiegel. Müsst ihr euch immer vorstellen, Menschen sind immer Spiegel. Achtet mal darauf, wenn jemand sagt, du hast mich aufgeregt. Das ist nicht richtig. Deine Emotionalität entsteht ja in dir selber. Das heißt, wenn eine Person sagt, du hast mich aufgeregt, das muss ja jetzt nicht dich betreffen, dann widerspiegelt das nur das Innere des Menschen. Nicht, weil die andere Person kann dich ja nicht aufregen. Wir können zwar Dinge tun, damit sich Menschen aufregen, ja, aber letztendlich regt sich ja nicht jeder dann über die Dinge auf, sondern der eine ja, der andere nein. Andere Menschen sind unser Spiegelbild. Ja, wenn wir uns über jemand anderes aufregen, spiegelt das wider, was wir innerlich fühlen. Also aufopferungsvoll zu sein in einem Übermaß ist, wenn man sich selbst nicht richtig helfen konnte. Viele Menschen haben eigentlich auch ein Bedürfnis oder eigentlich eine Art und Weise, ein Punkt, wo man ihnen wahrscheinlich helfen müsste. Sie übertragen das Ganze und kompensieren das durch die Arbeit. Das heißt, es ist indirekt Hilfe zur Selbsthilfe. Also eigentlich möchte man sich selbst helfen, hat die Fähigkeit nicht dazu. Man hilft dann im Gegenzug anderen, um sich besser zu fühlen, weil man glaubt, dadurch aus der Spirale, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, was nicht so ganz funktioniert. Aber indirekt kann es funktionieren, weil helfende Berufe den Menschen sehr viel zurückgeben. Weil meistens ist es so, die verdienen weniger. Bin ja auch eher in einem Beruf, wo ich halt mehr Menschen helfe, aber nicht Millionär werden werde. Das machen dann also so Coaches oder sowas, die Businessberatung machen, die verdienen viel mehr Geld als Menschen wie ich, die gesundheitliche Fragen beantworten. Und ja, es ist ein schwieriges Unterfangen, aber man bekommt wirklich viel zurück. Und dieses, was man zurückbekommt, das festigt auch die emotionale Stabilität dann wieder. Das heißt, Geld auf der einen Seite weniger, aber Rückmeldung ist sehr positiv und das stärkt uns tatsächlich wesentlich mehr als Geld selber. Also viele behaupten, Geld würde glücklich machen, was aber ein Fehler ist, weil glücklich. Ich schweife ein bisschen ab, aber letztendlich hat man mir auch oft gesagt, dass ich zu wenig kommentiere. Also machen wir das jetzt mal. Geld ist eigentlich etwas, was nicht glücklich macht, sondern Zufriedenheit schafft. Das unterscheidet man. Zufriedenheit ist ein Dauerzustand. Glücklich bist du ja letztendlich immer nur zu einem gewissen Zeitraum. Das heißt, du erlebst heute irgendwie was Geiles, dann hast du diesen Zeitraum, wo du glücklich warst, aber das ist ja dann irgendwann wieder weg. Deswegen haben wir ja dann auch Erinnerungen an diese Sachen, wo wir dann sagen, hey, da und da war ich glücklich, das hat mir Spaß gemacht, mein Urlaub, mein Tag im Europapark, meine Hochzeit, mein irgendwas. Und da warst du glücklich in diesem Zeitpunkt. Das ist glücklich sein. Glücklich sein ist ein aktueller Zustand, der wieder veränderbar ist. Geld macht zufrieden aufgrund dessen, weil wir Sicherheitsbedürfnisse haben. Je nachdem, wie stark dein Sicherheitsbedürfnis ist, desto wichtiger ist dir auch Geld. Das heißt, Sicherheitsbedürfnis im Umkehrschluss, du hast Angst zu verarmen oder hast Angst, dass deine Sicherheiten verloren gehen. Aber letztendlich sei dir gewiss, hier in Deutschland kann dir im Prinzip gar nichts passieren. Wir gehen. Kann das jetzt auch nicht zu weit ausfahren, weil sonst wird es wirklich zu lang. Fünftens, sich entschuldigen können. Wir alle machen Fehler, mal große, mal kleine. Manche Dinge sind so banal, dass man sich nicht in Erklärungen und Entschuldigungen verlieren muss. Aber sicher hast du auch schon einmal in dir gespürt, dass irgendwas richtig schiefgelaufen ist. Dann ist es ein großes Zeichen von emotionaler Stärke, sich das einzugestehen, Verantwortung zu übernehmen und sich Warum? Na gut, dann gehen wir mal so lange drauf ein. Irgendwie ist mein Internet jetzt nicht mehr da. Alles klar.
Sich entschuldigen können, ja. Muss man dann auch immer unterscheiden zwischen, muss man dann immer unterscheiden zwischen Schuldzuweisung. Es gibt ja Menschen, die tatsächlich auch dann diese Situation auch ausnutzen. Also schaut immer hin, habt ihr wirklich was falsch gemacht? Dann definitiv, dann habt den Mut, das auch umzusetzen, dass du dich entschuldigst. Aber es gibt natürlich auch Verantwortung zu Situationen, übernehmen. wo einem die Schuld zugewiesen wird. Das ist gar nicht mal so selten. Also schau immer, ob das so stimmt, weil in Streitigkeiten gibt man immer dem anderen die Schuld und am Ende entschuldigt sich dann niemand und schau, hast du wirklich was falsch gemacht? Und für mich ist es, also es ist jetzt eine persönliche Sache, ist es nicht wichtig, dass sich jemand bei mir entschuldigt. Ich sehe eher, also ich finde, entschuldigen, wenn man es so meint, ist das was Schönes, aber meistens finde ich, ist es wichtiger, das, was man dann letztendlich aus der Situation macht, was die Folge daraus ist, was die Person, die was falsch macht, ob sie das bereut und dann anders handelt in Zukunft. Wenn das passiert, ist das wichtiger als jede Entschuldigung. Nehmen und sich angemessen zu entschuldigen. Sechstens, Freundlichkeit und Empathie zeugen von innerer Stärke. Manchmal könnte man angesichts der vielen Intrigen, Lügen und Schmerzen, die die Menschen sich gegenseitig zufügen, verzweifeln. Ja, es gibt auch genügend Leute, die nur freundlich zu dir sind, weil sie etwas von dir wollen, weil du ihnen vielleicht Mittel zum Zweck bist. Aber sei dir sicher, diese Menschen sind nicht in der Mehrheit. Die meisten Menschen dieser Welt dürften immer noch an Ehrlichkeit, Empathie und Freundlichkeit interessiert sein. Sei du so, wie du es dir von anderen wünschst. Selbst wenn es Menschen gibt, die deine Freundlichkeit vielleicht nicht verdienen, sollte eine Minderheit von Leuten mit fragwürdigem Charakter nicht dein Verhalten anderen gegenüber bestimmen. Freundlich und empathisch aufzutreten zeigt auch, dass du so viel an emotionaler Stärke besitzt, dass du über den schlechten Verhaltensweisen anderer stehen und über sie hinwegsehen kannst. Wer innerlich stark ist, kann es sich leisten, mit gutem Beispiel voranzugehen. Also, verlange von dir selbst mehr als von anderen. Wenn du das beherzigst, dann wirst du relativ gut klarkommen, weil wenn du die Erwartung auf andere, machen auch sehr viele, die Erwartung auf andere übertragen, sich selbst aber zurücknehmen. Das ist der falsche Weg. Aber wir haben, dieser Punkt ist super. Also, ist in dem Sinne super, weil es ist zwar Psychologie im Alltag auf der einen Seite, aber das passt super zusammen. Also man merkt, dass der Kanal ist, das ist keine Alltagspsychologie eigentlich, sondern man hat hier quasi zwei Dinge miteinander kombiniert, die tatsächlich auch zusammengehören. Also Empathie, darum ging es ja gerade. Und gerade die Erwartungshaltung. Bist du sehr empathisch? Dann hast du eine geringere Erwartung an andere normalerweise. Bist du wenig empathisch, hast du eine größere Erwartung an andere. Warum ist das so? Ich hoffe, ich krieg das jetzt hin zu erklären, dass man es versteht. Also, Empathie ist, sich in die andere Person hineinzuversetzen. Eine wirklich, als würde man wenn eine Person dir von einer Situation erzählt, also ich als Psychologe, wenn ich den Leuten dann so zuhöre, dann muss ich mein Ich zurücknehmen. Das transferiert sich quasi in den Kopf des anderen, metaphorisch gesehen. Und dann muss ich das nachempfinden können, was die andere Person sagt, macht und wie sie sich dabei gefühlt hat, wie sie das erlebt hat. Wenn du wenig Empathie hast, dann kannst du das nicht. Das Problem ist, wenn jemand Empathie nicht besitzt, sehr wenig Empathie besitzt, die wissen davon nichts. Diese Menschen lernen auf andere Art und Weise auf andere einzugehen, durch Beobachtung. Also nicht durch dieses Hineinversetzen, sondern durch Beobachtung. Ja, man sieht, okay, wir haben ja viele Skripte in unserem Alltag. Skript bedeutet, dass wenn du ins Restaurant gehst, dann hast du ein Skript. Du setzt dich hin, du bekommst die Karte vom Kellner, der Kellner fragt dich, was du trinken möchtest, dann später tust du dein Essen bestellen, deine Karte wird weggenommen, dein Essen wird kommen, vorher gibt es vielleicht noch einen Salat oder irgendetwas. Das ist ein Skript, das ist immer etwas, das
immer gleich stattfindet. Du gehst nicht ins Restaurant, bezahlst erstmal, bekommst dein Essen und am Ende bekommst du dein Getränk. Und diese Skripte, die haben wir im Alltag sehr, sehr häufig. Und so lernen Menschen, die wenig Empathie haben. Sie lernen durch Beobachtung und sie lernen dann teilweise auch, wie sie mit Menschen umzugehen haben. Teilweise aber auch manipulierend lernen sie das, weil sie letztendlich, weil ein empathischer Mensch andere nicht ausnutzt, ein Mensch, der wenig Empathie hat, der nutzt Menschen eher aus als Werkzeug. Und da zu unterscheiden, das ist schwierig, weil es teilweise sehr charmante Menschen sein können, die sehr viel gelernt haben, sehr viel beobachtet haben und das aber gar nicht so meinen, sondern dich zum Mittel zum Zweck nutzen. Weil sie sich gar nicht in dich hineinversetzen können. Ist ihnen egal, welche Empfindungen du dabei hast, sondern du spielst quasi eine wertvolle Rolle für sie. Dann wirst du in dem Moment auch gut behandelt. Verlierst du diese Rolle, bist du nicht mehr gut behandelt. Empathie ist eine Eigenschaft, die meines Erachtens mit das Wichtigste eigentlich für uns Menschen darstellen, wenn es darum geht, dass wir uns alle gut verstehen und wenn es vielleicht sogar darum geht, diesen Planeten noch irgendwie zu retten. Das ist somit die wichtigste Eigenschaft. Leider ist diese Eigenschaft, ich habe ja vorhin gesagt, manche Eigenschaften sind angeboren, manche sind eben nicht angeboren. Diese Eigenschaft ist erworben. Empathie ist überwiegend erworben. Um es mal ganz kurz zu fassen, über die Rückkopplung der elterlichen Liebe. Das ist die ganz kurze Fassung. Schau mal weiter. Siebtens, sich unter Kontrolle haben. Deine Emotionen gehören zu dir, aber wenn du emotional stark bist, dürfen deine Emotionen nicht stärker als du sein. Völliges Ausflippen, sich nicht mehr unter Kontrolle haben, kann dir mehr schaden als nutzen. Es ist deswegen ein Zeichen von emotionaler Festigkeit, wenn du stets noch Wege findest, deine Emotionen nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Man darf alles fühlen, man muss es aber nicht immer und vor allem nicht jedem gegenüber alles ungefiltert rauslassen. Schnell hast du etwas dahergesagt, was du nicht mehr zurücknehmen kannst und so vielleicht einen anderen Menschen sehr verletzt. Achte auf die Macht der Worte. Ja, ist richtig, definitiv. Manchmal sagen wir Dinge, die wir nicht so meinen oder beziehungsweise die wir im Affekt auch sagen. Wir dürfen auch lernen, dass wir anderen Leuten verzeihen, dass wir wissen. Versucht immer auch, euch selbst mal zu hinterfragen, also auch mal zu denken, selbst wenn eine andere Person jetzt was falsch macht oder in euren Augen was falsch macht, überlegt immer, ihr habt auch viele Fehler gemacht. Und schaut dann immer so ein bisschen, also lasst ein bisschen Zeit vergehen und schaut, wie die Person dann später reagiert. Wenn es immer noch blöd läuft, dann kannst du ja deine Meinung, die du hattest, auch bestätigt fühlen. Aber versucht den Menschen auch immer mal eine Chance zu geben, ja? Auch wenn jemand was falsch macht oder so, wir haben auch viele Dinge falsch gemacht und wir sind auch mal emotional und ist ja niemand perfekt oder so. Deswegen halt auch mal dieses sein lassen und ja. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir haben ja eine etwas neuere Art und Weise, also sagen wir mal, was in der Therapie relativ neu ist, ist eigentlich dieses System auch zu betrachten. Ja, es gibt die systemische Therapie, die darauf aus ist, dass man auch ein bisschen schaut, in welchem Setting befindet sich denn der Mensch. Was heißt Setting bedeutet berufliches Umfeld, Freundeskreis, das nennt man auch Peer Group, also die Menschen, mit denen du immer Tag für Tag Zeit verbringst oder zumindest in Regelmäßigkeit Zeit verbringst, die Familie, der Haushalt, also wie leben die Menschen. Solche Dinge sind auch enorm wichtig. Und Einstein hat es bereits mal gesagt, dass der größte, ich glaube, Einstein hat es gesagt, der größte Faktor Stress entsteht durch den Mensch, durch den Mitmensch. Also es ist ganz entscheidend, auch toxische Menschen, toxische Beziehungen, toxischen Arbeitgeber, solche Sachen zu meiden, grundsätzlich. Bau dir einen Freundeskreis auf, der dich unterstützt. Meide Menschen, auch wenn es Menschen sind, die dir vielleicht jahrelang nahegestanden haben, meide diese Menschen irgendwann, weil sie dir einfach nicht gut tun, selbst wenn es nach 30, 40 Jahren ist.
Es gibt toxische Menschen, es gibt Menschen, die einen runterziehen wollen. Es gibt Menschen, die dich unterstützen und eben nicht unterstützen. Ja. Und deswegen untersuchen wir in der systemischen Beratung, Therapie eben gerade, also ich nicht, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber deswegen wird das gemacht. Deswegen schaut man jetzt immer mehr auf solche Dinge. Es sind nicht immer nur die Gedanken, die scheiße sind, sondern es sind halt auch manchmal die Menschen um einen herum. Nicht gerade selten. Achtens, kenne deine Grenzen. Man kann nicht alles können, nicht alles wissen. Es ist normal, dann und wann Hilfe von anderen zu brauchen. Emotional starke Menschen können in solchen Situationen auch Hilfe annehmen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von innerlicher Stärke, die eigenen Grenzen zu kennen und Hilfe da anzunehmen, wo sie dir wirklich weiterhilft. In einer Welt, in der es leider oft als Schwäche ausgelegt wird, eigene Limits zuzugeben, braucht es Menschen, die hier einen anderen Weg gehen. Wenn du selbst dazu stehst, Hilfe von anderen dort mit offenem Herzen anzunehmen, wo du selbst nicht mehr weiterkommst, inspirierst du auch andere Menschen dazu, es dir gleich zu tun. Also, warum machen das manche Menschen nicht? Warum nehmen manche Menschen keine Hilfe an? Das hatte ich ja vorhin auch schon. Habe ich auch schon viele Menschen kennengelernt, die das im Prinzip gar nicht wollen. Wirklich, also denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht. Sie wollen keine Hilfe annehmen. Das hat mit dem Selbstwert zu tun, das hat mit dem Ego zu tun, das hat mit dem zu tun, wie man sich selbst wahrnimmt, wie man sich selbst fühlt. Und ob man sich das Ganze, also wir haben ja hier jetzt das Thema Instabilität der Emotionen oder emotional instabil zu sein. Wenn man das ist, dann ist man meist, dann stellt euch mal gedanklich, wenn ihr wollt, macht die Augen zu, stellt euch vor, ein Käfig, da drinnen sitzt ein kleines Küken. Menschen, die sich emotional schwach, die emotionale Schwäche erleiden, die fühlen sich genauso in einem Käfig gefangen, als klein und unbedeutend. Und wenn ihr euch jetzt daran hineinversetzt, versucht, wenn ein Mensch vermeidet, dann versucht dieses kleine Küken, ich erfinde das, also das ist jetzt gerade eine Metapher, die ich noch nie verwendet habe, dann versucht dieses kleine Küken, sein ohnehin kleines Ich, sein kleines Selbstwertgefühl zu schützen. Und es schützt dieses Selbstwertgefühl, indem es nicht daran denken möchte, dass irgendwas nicht stimmt. Weil es das, dieses, es stimmt etwas nicht mit mir, nicht aushalten kann. Weil man sich ohnehin schon so klein fühlt und wie dieses kleine Küken denkt sich, wie klein soll ich mich denn jetzt noch fühlen? Wie klein soll ich mich denn jetzt noch fühlen? Ich bin doch schon so klein. Ich möchte jetzt nicht noch kleiner werden. Und entsprechend passiert dann Folgendes, dass Menschen vermeiden. Sie vermeiden die Realität und sie vermeiden, dass eine Fliege hier drumherum schon wieder da ist. Sie vermeiden die Realität. Sie vermeiden es, sich selbst zuzugeben, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist im Prinzip das. Der Unterschied zwischen den Depressiven, die da wieder rauskommen, und depressiven oder sagen wir mal psychiatrischen Störungen, wo man helfen kann und wo man eben nicht helfen kann, wo man dann wirklich zusehen muss und nichts tun kann. Das ist dieser Twist zwischen ja, wir können helfen, nein, wir können nicht helfen. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht irgendwie selbst wieder aufbauen kann, weil der Mensch strebt ja dazu, zu überleben. Der Mensch strebt ja dazu, wieder stark werden zu wollen. Das heißt nicht, dass selbst wenn diese Situation eintrifft, dass man nicht in ein paar Jahren sagen kann, ja, ich kann mir doch eingestehen, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich habe nur dieses eine Leben. Und wenn ich das nicht lebe, dann ist das letztendlich auch nichts wert gewesen. Was halt dann passiert, wenn man dann dieses kleine Ego hat, dann könnt ihr dann, weil das ist für euch dann auch vielleicht noch wichtig,
Das ist der Grund, warum Menschen Schuldzuweisungen machen, warum Menschen Mobbing machen, warum Menschen gemein sind zu anderen, Gewalt anwenden, weil sie genau das sind, dieses kleine Küken, die sind noch kleiner als die Fliege hier und quasi um sich schlagen, weil sie sich einfach klein und unwichtig fühlen. Das hat nichts mit dir zu tun. Wenn Menschen dir ständig die Schuld geben, wenn Menschen dir ständig etwas Schlechtes wollen, wenn Menschen dir, das haben wir alle erlebt, ja, denke ich mal. Das hat nichts mit dir zu tun. Und jetzt hast du das so ein bisschen verstanden, dieses kleine, im Prinzip fühlen die Menschen sich ganz, ganz klein. Und sie können sich letztendlich nicht eingestehen, dass sie das Problem sind. Und dann, was machen sie dann? Sie zeigen mit dem Finger auf dich. Und grundsätzlich, wenn Menschen mit dem Finger auf andere zeigen, ja, die gehen manchmal so durch die Welt. Die. Der und die und das und der und jenes. Ja, ganz schön, ganz toll. Ein Finger zeigt nach vorne und 1, 2, 3 Finger zeigen wieder zurück. Also, wir schauen mal weiter. Neuntens, sei nicht starr in deinen Ansichten. Es ist gut, eine eigene Meinung zu haben. Es ist aber oft nicht sinnvoll, krampfhaft auf dieser zu beharren. Vielmehr ist es ein Zeichen von emotionaler Stärke, wenn du auch deine Ansichten ändern kannst. Natürlich sollte dies nicht wahllos und vor allem nicht grundlos geschehen. Aber manchmal ergeben sich einfach neue Aspekte und du stellst fest, dass du jetzt anders fühlst und nicht mehr hinter einer vorherigen Meinung stehst. Was ich ganz interessant fand, als ich studiert habe, die Wichtigkeit vom lebenlangen Lernen. Dieses, was es früher eben nicht gab, so Weiterbildungen, da hat man irgendwas gelernt, war man dann 100 Jahre im Unternehmen und hat immer das Gleiche gemacht. Nicht, also das soll jetzt keine Kritik sein oder so, aber man hat halt festgestellt, dass man sich immer ein bisschen weiterentwickeln muss. Und so eine Weiterentwicklung gehört eben dazu, dass man sich selbst auch reflektiert, dass man selbst mal hinterfragt, was habe ich denn jetzt all die Jahre gedacht? Weil das, was sonst passiert, ist etwas, was wir immer beobachten können, sind repetitive Gedanken, sich immer wiederholende Gedanken. Wenn du nicht in der Lage bist, diese Dinge halt auch hin und wieder zu reflektieren, deine Meinung auch mal zu reflektieren, dann wirst du das, was du heute gedacht hast, das hast du dann schon vor letzte Woche gedacht, das hast du vor einem Monat gedacht, das hast du vor einem Jahr gedacht. Und das wirst du dann auch in 10 Jahren denken. Dann ist man nicht in der Lage, sich zu verändern. Das ist wie mit den Jahreszeiten, ja, oder zumindest war es früher so. Früher gab es dann den Winter, wo es halt Schnee und sowas gab. Das gibt es halt jetzt nicht mehr ganz so sehr, so gefühlt zumindest. Da war alles gefroren, da ist das Wasser gefroren. Und dann im Frühling taut das wieder auf. Und dann geht dieser Prozess geht immer wieder neu. Es friert ein im Winter und dann geht's wieder, dann taut es wieder auf. Das ist immer wieder eine Veränderung, die sich stattfindet. Das Leben sollte nie so konstant sein. Das ist nicht immer nur die gleiche Jahreszeit. Ist ganz wichtig, dass man diese Eigenschaft hat. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Dann zeigt sich emotionale Festigkeit auch darin, zuzugeben, dass man vielleicht geirrt hat oder dass man heute ganz einfach eine andere Ansicht vertritt. Das ist völlig legitim. Zehntens, offen sein für das Leben. Das Leben ist bunt, kurzweilig und voller interessanter Erfahrungen, wenn wir das nur zulassen. Nicht jede Erfahrung bringt uns weiter und manche Erfahrung wird auch wehtun. Aber im Umkehrschluss kann es nicht die Lösung sein, sich einzuigeln und das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen. Vielmehr zeichnen sich Menschen mit emotionaler Stärke dadurch aus, dass sie offen für Neues sind, für neue Erfahrungen, neue Menschen in ihrem Leben. Ja, das hat alles so einen schönen Übergang. Das merkt man gar nicht so, aber wenn man das Video immer anhält, dann merkt man diesen Übergang. Ne? Also eben ging es schon ein bisschen um diese Offenheit und jetzt geht es halt wirklich um diese Eigenschaft von den Big Five, von den Persönlichkeitseigenschaften, die wir in 5 Kategorien, die Wissenschaft oder die Fachliteratur in 5 Kategorien gesteckt hat, um diese Persönlichkeit Offenheit für Erfahrungen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch nochmal googeln. Das oder gebt Big Five ein, Big Five der Persönlichkeiten könnt ihr eingeben oder ihr gebt eben ein oder ihr gebt eben ein Offenheit für Erfahrungen, dann sollte es eigentlich auch kommen.
Da geht es darum, neue Perspektiven im Leben zuzulassen, neue Erlebnisse zuzulassen, nicht immer das Gleiche machen. Es gibt Menschen, die fahren immer wieder zum gleichen Urlaubsort, die gehen immer die machen immer die gleichen Dinge. Die sind nicht offen für was Neues, die arbeiten immer das Gleiche, die essen immer das Gleiche, sie tun immer das Gleiche. Das ist quasi das Gegenteil. Sei experimentierfreudig, sei fantasievoll, sei neugierig für diese Welt, weil diese Welt bietet so viel mehr als das, was du kennengelernt hast. Das Gegenteil ist dann halt so wirklich so eigensinnig sein, so eigenstirnig sein. Wenn du, es gibt Menschen, die lieben ihre Routine. Ja, das unterscheidet dann. Also wir haben dann einmal einen Denkstil, der sehr variabel ist. Das heißt, man ist offen, immer wieder was Neues lernen zu wollen und auch das hin zu hinterfragen, was wir letztendlich in unserem Leben geglaubt haben zu wissen. Dann gibt es halt die wenig variablen Denkstile. Dann denkst du immer das Gleiche, was ich vorhin auch gesagt habe. Du denkst das, was du heute denkst, das denkst du in 10 Jahren dann auch immer noch. Also man ist sehr veränderungsresistent. Man lebt dann auch vor allem die konventionellen. Warum kommst du in mein Gesicht? Warum? Konventionelle Werte. Und der Grund dafür sind auch wieder Sicherheitsbedürfnisse, ist auch wieder Angst, um es ganz kurz zu sagen. Leben genießen kannst du nur, wenn du offen für das bist, was die Welt zu bieten hat. Vielleicht ist es manchmal einfacher, sich in seinem kleinen Alltag einnisten und immer bei Gewohnten zu bleiben. So wird dir aber auch vieles entgehen, was dich im Leben weiterbringt. Also sei offen für Neues und ermuntere auch andere Menschen genau dazu. Unser heutiges Fazit. Okay, das waren die 10 Punkte. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Und das Video war super. War schön. So eine angenehme Stimme. 16 Kommentare. 6000 Aufrufe. Hat aber schon relativ viele Abonnenten. Einer kommt jetzt hinzu. Da freuen die sich jetzt ganz tierisch. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren von Psychologie im Alltag. Like ist schon hinterlassen worden. Wie alt? Ach, hier steht's. 27.06. Ach so, von gestern. Okay. Das heißt natürlich, dass hier noch nicht so viele Leute das Video geguckt haben. Vielleicht werden es jetzt noch ein paar mehr. Ich werde den Link auf jeden Fall unten noch reinschreiben in die Beschreibung. Ihr könnt den Kanal dort unten auch abonnieren, meinen, aber auch den von Psychologie im Alltag. War ein schönes Video. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall noch mal öfters drauf reagieren, sofern das der Kanal auch möchte. Ja, gibt ja auch Kanäle, die das vielleicht nicht so bevorzugen. Ansonsten danke ich, dass du vielleicht bis hierhin sogar zugeschaut hast und dir fast 50 Minuten Videomaterial angeschaut hast. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, was auch immer ich mache. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und bis bald.